Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkey. Das ist die DAX-Analyse für nun ähm, Mittwoch, ja, den 21.08.2024. Und unser DAX hat zum Dienstag hier mal das erste Blümchen ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht auch nicht ganz absichtlich. Ist aber definitiv jetzt hier aus der 500 hier ähm, reingekommen. Wir hatten hier ein bisschen auf die 510 geguckt. Ich glaube, in der geschriebenen Analyse hatte ich sogar 490, 500 geschrieben. In der Morgenanalyse hier haben wir, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, nur die 5.10 besprochen. Da hat er ein bisschen Feuer gedreht. Ähm, sah dann sogar, finde ich, eigentlich, also es war so ein typischer, also eigentlich so ein typischer Freitag. He? So vom Bewegungsverhalten, dieses dieses man immer wieder nach oben anziehen. Ähm, so kennt man DAX eher mal an äh, fieseren an fieseren Freitagen, das sieht übrigens dann genauso aus, kann man sich ruhig mal merken, vom inneren Ablauf, sage ich mal, der Tagesbewegung. Ähm, wir hatten ihm gegeben Platz für Rückläufe, wenn er sich unverhaft eintritt oder eben von den äh, Bereichen, die wir da benannt hatten, bis, haben wir 420 schon gesagt? Nee, können wir noch gar nicht gesagt haben, weil war ja Tagesschluss. Ja, also hat sich dann erst im Tagesverlauf ergeben, 420, 400 war die erste Station und genau, wir haben in der Analyse hier drüber gesprochen, über die 360, 335, dass das heißt dann eben auch so ein Ziel sein könnte, von dem man sich dann auch einfach wieder hochdreht. Da sind wir nun reingelaufen, ähm, muss man jetzt so auch tatsächlich schon nehmen, trotz dass die Tageskarte jetzt hier ziemlich rot ist und auch eine kleine Umkehr, ich sage mal, ankündigen kann, ähm, wird es trotzdem untergeordnet, ähm, sehr vorsichtig sein, am Mittwoch äh, den Zugrass nach unten wegtreten zu wollen, weil er, äh, ähm, sage ich mal, aus der Struktur heraus, so, wie es sich jetzt auf die 3,35, 3,60 gestellt hat, einfach auch wieder umdrehen kann und nach oben kann. Und da reicht schon ein Überwind von 3,60. Wir stehen jetzt hier bei 3,53 zum Tagesende. Das, da reicht schon 3,60 drüber. Und der könnte sich locker wieder bis 4,20, 400 und dann eben auch wieder bis an die 15 da oben ran schlängeln. Ja, und dann auch den nächsten Sprung zu machen. Und der nächste Sprung, der rutscht jetzt von 600 runter auf die 5,85. Da liegt jetzt der Abwärtstrend, der erste, der zweite ist dann noch oben immer im Bereich um 700. Ja, und das sind jetzt, das sind jetzt die interessanten Punkte, die da kommen. Ja, so 560 bis 585. Ähm, das wäre dann halt wirklich ein Knackpunkt, schön, schön, wo er schön nochmal auch nochmal abreagieren kann, um hier so ein bisschen dieses Seitwärtsgeschiebe reinzukriegen. Denkt dran, ich hatte gesagt, dass es mich auch nicht wundern würde, wenn der Freitag noch auf der 335 steht. Also weit weg ist er jetzt noch nicht. Ne? Das äh, bleibt weiterhin hier, man muss sich da einfach ein bisschen drauf einstellen. Ne? Der ist hier jetzt oben auf einem Niveau, wo er einfach auch ein bisschen hin und her schaukeln und schunkeln kann. Und ähm, deswegen wird es mich nicht wundern, wenn wir hier vielleicht sogar instant zum Mittwoch wieder umdrehen, ja, wieder hochlaufen und dann aber von einem neuen Hoch auch wieder nach unten zurückkommen. Ja? Und das kann dann durchaus hier so aus dem Bereich 85, äh, 65, 85 schon sein. Ja, Müsste gar nicht jetzt bis zur 600 eben oben ran. Yeah. Ja, das, wenn er über die 360 geht, was wäre noch relevant? Äh, sollte nach unten bröckeln, hätte man bei 270 nochmal ein bisschen was liegen, äh, würde aber schon eher denken, dass die 291 dann eben wirklich interessant wird. Ähm, 291, also wenn er unter der 300 auch absegelt, ähm, kann man ruhig mit einplanen. Ja. Im Extrem sogar eine 18,100. Dafür müsste sich aber ganz schön strecken, das würde zur Volatilität jetzt eigentlich nicht gut passen. Aber das wären die Ziele auf der Unterseite. Ja, geht er geht unter der 300 zeigt Schwäche. Haben wir noch bei 2,70 was? Und dann eben diese schönen Gaps hier: 200. Das Xetra-Gap liegt bei 1,90. Und runter noch eine 18,100. Ähm, alles schöne Unterstützung wieder zum Auftreten. Aber die beste Unterstützung zum direkten Auftreten, die hat er eigentlich jetzt schon erreicht. Hier mit der 3,35, 3,60. Das könnte locker reichen, um den auch zum Mittwoch jetzt wieder aufzudrehen. Ja, also wenn der da Stärke über 360 zeigt, lasst ihn erstmal ein neues hochmachen. Und dann kann man vielleicht nochmal gucken, ob man den ein bisschen nach unten geprügelt kriegt. Ja, mehr kann ich gar nicht mitgeben. Ja, mehr kann ich gar nicht mitgeben. Wie gesagt, Tageskratze ist rot, ja, man zur Vorsicht, also unter 300. Hier das Gap, hier sieht man es am deutlichsten, ja. Mehr hat dann anzupeilen, ähm, auf der Ebene, Tagesebene, müsste man sogar eine 18.000 dann nehmen. Ähm, ja, wer wir ja sagt, der tradet jetzt die Umkehr aus dem Tagesebene heraus. Der müsste tatsächlich hier rein, so bloß drüber packen über die Rottagskatze und die 18.000 anpeilen. Aber ich glaube, das würde ich nicht machen. Dazu sind wir noch zu ruhig. Ähm, ja, Würden mir den ersten angucken? Ich könnte mir gut vorstellen, der tritt ja von 335 auch erstmal. Einfach wieder nach oben. Freunde, ich mache hier zu und wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen. Wir hören uns morgen. Ciao.